Sie sind hier, vergrößern, verkleinern für Hochspringer Matthäus Pribeko bedeutet sein EM-Sieg einen Triumph in mehreren Facetten. Urheberrecht Getty Images. Mit seiner Goldmedaille im Hochsprung rückt Leichtathlet Matthäus Pribeko in den öffentlichen Mittelpunkt, statt seines Bruders, Fußballprofi Kasper. Was für ein Abend für Deutschlands Hochspringer Matthäus Pribeko bei der Leichtathletik-EM. Der 26-Jährige ergattert Gold mit einer sagenhaften Vorstellung vor atemberaubender Kulisse im Berliner Olympiastadion. Nach seiner hochemotionalen Feier samt Ehrenrunde konnte er seine Euphorie auch im Gespräch mit Sport 1 nicht verbergen. Es ist Wahnsinn, unglaublich. Das Publikum hat mich über die Latte getragen. Die Goldmedaille ist der bisher größte Erfolg der Karriere des gebürtigen Bielefelders. Für die meisten Sportler ist eine Goldmedaille, die fast zeitgleich auch Weitspringerin Malaika Mihambo gewann, an sich schon einzigartig. Doch für Pribeko hat sie einen weiteren Nebeneffekt, der ihm ein noch größeres Lächeln auf die Lippen zaubert. Pribeko endlich aus dem Schatten von Kasper, denn zum ersten Mal rückt er so richtig aus dem Schatten seines Bruders Kasper heraus. Dieser ist Fußballprofi, machte bereits über 100 Spiele in der zweiten Bundesliga, unter anderem für den 1. FC Köln und den 1. FC Kaiserslautern. Derzeit ist er auf der Suche nach einem neuen Verein. Für den ein Jahr älteren Matthäus ist sein Erfolg somit umso süßer. Jetzt tauschen wir und ich bin mal im Mittelpunkt, nicht Kasper, freute er sich. Von Neid will er allerdings nichts wissen, wir bleiben eine Familie, das ist doch schön. Außerdem gab er zu, eigentlich nicht das größere Hochsprungtalent der beiden gewesen zu sein. Mein alter Trainer meinte, wenn Kasper mit dem Fußball aufgehört hätte, wäre er besser als ich, erzählt Pribeko. Zeitplan Leichtathletik EM. Pribeko, Gold-Ehrenrunde in Berlin anstrengend. Er habe im Gegensatz zu seinem Bruder allerdings den Fußball nicht favorisiert. Ich habe es gehasst, beim Fußball zu laufen. Die Ehrenrunde hier war schon anstrengend, ich bin fix und fertig. Das zeigte sich auch körperlich nach dem Wettkampf, als er während eines Interviews Krämpfe bekam. An diesem Abend haben sich die vielen Schritte allerdings mehr als gelohnt. Lesen Sie auch: Doppel-Edelmetall für deutsche Diskuswerferinnen. Medaillenspiegel: Deutschland mit Abstand meistes Edelmetall wuchs in Mailand vor den Toren von San Siro auf und bekam dort in den 80er Jahren die gesammelte Weltelite des Fußballs zu sehen. Punkt, Punkt, Punkt. Mehr Conan Furlan, Jahrgang 1995, absolviert 2019 seinen Master Sport Business und Kommunikation an der Munich Business School. Zuvor, mehr.